alles neu macht ihr. November? Egal, ihr wisst, worum es geht. Der Schocktober ist gelaufen und wir haben jetzt die Zeit, zum ersten Mal offiziell über das große Playzocker Reviews Redesign zu sprechen. Es wird sich nämlich so unfasslich wahnsinnig viel ändern, ihr werdet es nicht packen. Also setzt euch besser hin, trinkt am besten gar nichts, damit nicht nachher die Tastatur schwimmt. Wir werden nämlich weitermachen. Das ist einmal eine große Überraschung. Wir werden auch das bekannte Set beibehalten und wir werden natürlich auch die von euch gewählten und die bei euch glücklicherweise wirklich beliebten Reviews, was mich persönlich extrem freut, beibehalten. Es wird nur die ein oder kleine andere Änderung geben, die lediglich darauf basiert, dass ich gerne die ernsten und die unterhaltsamen Videos, die ich mache, etwas mehr trennen möchte voneinander. Ihr werdet jeden Sonntag auf dem Kanal das Sammlungsupdate natürlich nach wie vor sehen. Der Samstagslot bleibt den Lang-Reviews vorbehalten. Die laufen ab sofort unter dem neuen Titel Zocki Platz der Kragen. Und ich glaube, damit habe ich einen Titel gewählt, der relativ gut auf das zutrifft, was dann auch tatsächlich passiert, weil spätestens seit ich den das ein oder andere Kilo verloren habe, sieht man, glaube ich, diese Adern, die bei mir überall rauskommen, wenn ich über gewisse Filme sprechen muss, noch deutlicher. Zocki Platz der Kragen ist also grundsätzlich ein mindestens wöchentliches Format. Jeden Samstag wird es hoffentlich eines der Videos geben. Ich hoffe, dass mir so selten wie möglich was dazwischen kommt. Der Rest der Woche, Montag bis Freitag, bleibt mehr oder weniger ohne genauen Plan. Da möchte ich euch nach wie vor ganz gerne Quickie-Reviews zu aktuellen und kultigen Titeln liefern. Ich möchte gerne viele Blu-ray-Checks machen, weil mir das persönlich auch ganz wichtig ist, über Verpackungen, Veröffentlichungen, Bildqualität und so weiter sprechen zu können. Ich möchte natürlich weiter vereinzelte Trailer-Reviews machen, auch wenn die in letzter Zeit nur mehr ganz, ganz selten gekommen sind. Und trotzdem vielen, vielen Dank an alle unter euch, die nicht aufgeben und mir trotzdem noch Links schicken. Es wird sicher wieder das ein oder andere Trailer-Review auch geben. Und was natürlich auch möglich ist, ist, dass es außerhalb vom Samstag auch im Laufe der Woche mir das ein oder andere Mal der Kragen platzt, wenn ich irgendwie einen entsprechenden Film gesehen habe. Damit steht das neue Konzept. Es sollte so sein, dass jeden Tag zumindest ein neues Video kommt. Das Einzige, was ich wirklich komplett einstelle, also es ist, ich habe es bereits im Vlog, wo ich mehr oder weniger das Redesign ein bisschen geteased habe, angekündigt. Musikreviews wird so gut wie keine mehr geben, außer es ist mir irgendwann einmal ganz besonders wichtig. Da war für mich euer Feedback ganz besonders entscheidend. Etwas, das ich aber auf jeden Fall komplett einstellen werde, sind die Minis. Nicht, weil ich sie nicht mag, nicht, weil ihr sie nicht mögt, sondern einfach nur, weil sie in neuem Gewand quasi wieder aufleben. Weil in letzter Zeit, ehrlich gesagt, ist es mir teilweise dann ein bisschen schwer gefallen, die Meinung nach den normalen Lang-Reviews wirklich in das Mini-Format mit der Begrenzung von 2 Minuten und so weiter einzupacken. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, es gibt keine Minis mehr. Dafür allerdings wird zu jedem Film, wo mir der Kragen geplatzt ist, ein Quickie-Review dazugeben. Also der Inhalt vom Mini-Review bleibt definitiv erhalten. Er wird nach wie vor in ein eigenes Video ausgelagert, aber es steht halt im Titel nicht mehr Mini, sondern Quickie. Zusätzlich dann natürlich auch die Comedy-Lang-Reviews, die mir ja persönlich nach wie vor wahnsinnig viel Spaß machen und wo es für mich wirklich ein toller Moment war zu lesen, dass sie auch euch nach wie vor Spaß machen. Und deswegen würde mich jetzt einmal interessieren, was ist euer erster Eindruck von Playzocker Reviews neu, weil es hat sich ja so viel in Wirklichkeit geändert. Was sagt ihr zu den Änderungen? Worauf freut ihr euch ganz besonders? Und in dem Sinne, ab sofort fährt das neue Konzept und ich werde jetzt in den nächsten Tagen dann auch eben schauen, Playlists und so weiter auf der Kanalübersichtsseite ein bisschen neu zu arrangieren, neu zu benennen, damit die Übersicht wirklich erhalten bleibt und damit ihr die Inhalte, die ihr sehen wollt, so schnell und unkompliziert wie möglich findet. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ein
eine Facebook-Seite zu PlaySoccer Reviews gibt's ebenfalls. Würde mich natürlich über ein Like freuen. Sollten euch meine Videos gefallen, bitte, bitte teilt sie mit euren Freunden, teilt sie mit Bekannten, wenn ihr euch denkt, die könnte das auch interessieren / unterhalten, würden wir uns im Endeffekt vielleicht alle drei drüber freuen. Das wäre ja eine feine Sache. In dem Sinne, danke noch einmal an alle, die damals mit abgestimmt haben, die kommentiert und geliked haben. Und es geht weiter. Und ich freue mich drauf.